Herzlich willkommen bei MeinKick TV. Heute bei uns zu Gast Gültekin Çağdıtekin, gemeinsam mit Mustafa Fill im Trainerteam von Türkgücü Friedberg, dem Aufsteiger in die Hessenliga. Herr Çağdıtekin, Türkgücü Friedberg hat 23 Punkte geholt aus 19 Spielen als Aufsteiger in die Hessenliga. Welche Bilanz ziehen Sie nach dem ersten Saisonabschnitt? Wie ist das erste Halbjahr gelaufen für Türkgücü Friedberg? Ja, zunächst einmal hallo und vielen Dank für die Einladung an MeinKick und an dich, Pedro. Da muss ich auch erstmal ein Kompliment an euch aussprechen, wie ihr die Berichterstattung macht. Ist auf jeden Fall eine tolle Plattform für den Amateurfußball. Zur Bilanz bzw. zur Analyse der letzten 5-6 Monate. Wir hatten eine relativ schlechte Ausgangsposition mit der verkürzten Sommerpause, mit einer sehr kurzen Vorbereitung, hoher Spielerfluktuation, konnten so nicht die Energie mit in die neue Saison nehmen. Wussten aber, dass wir wahrscheinlich holprig in die Saison starten werden. Leider war es nicht nur holprig, sondern nahezu miserabel mit einem Punkt aus 5 Spielen. Aber haben Gott sei Dank am 12. Spieltag quasi die Trendwende geschafft und konnten dann in den restlichen 8 Spielen sage und schreibe 15 Punkte holen. Von daher kann man fast schon sagen, dass ja, so ein kleiner Anflug von Zufriedenheit da ist. Wie bewerten Sie jetzt die Chancen auf den Klassenerhalt? Was lief besonders gut und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Ja, ich sag mal, der Klassenerhalt ist auf jeden Fall wieder realistisch. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man die Ausgangssituation bzw. die eigene Zukunft in der eigenen Hand hat. Und das haben wir und es liegt da tatsächlich an uns, dass wir mit einer sehr guten Wintervorbereitung und auch mit dem entsprechenden Engagement halt auch frühzeitig den Klassenerhalt bzw. die erneute Teilnahme in der neuen Saison in der Hessenliga fix machen können. Was besonders gut lief, ich würde sagen, das war die Integration der jungen Spieler. Weil wir haben ja sehr viele Spieler aus dem höheren Jugendbereich geholt, um halt auch die Mannschaft zu verjüngen. Die Jungs haben sich sehr, sehr gut in die Mannschaft integriert und haben auch gerade in den letzten 3 Spielen, wie sagt man so schön, die Kohle aus dem Feuer geholt, indem sie 3 Siege eingefahren haben. Ich hoffe, dass sie es so weitermachen. Was definitiv verbesserungswürdig ist, ist die geistige Haltung zur Hessenliga. Ist ja immerhin die höchste Amateurliga, kurz vorm Profibereich. Und da muss sich der eine oder andere tatsächlich steigern, auch wenn vielleicht unsere Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Kabine, gerade mal A-Klasse oder vielleicht Kreisliga-Niveau hat, das täuscht vielleicht den einen oder anderen geistig, aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Sie arbeiten eng mit Mustafa Fill zusammen, Ihrem Trainerpartner. Das war schon in Karlbach und Oberrath der Fall. Wie hat sich diese enge Bindung über die Jahre entwickelt und wie sind die Aufgaben im Trainerteam verteilt? Ja gut, die enge Bindung, die gibt es schon seit der Grundschulzeit. So lange kennen wir uns nämlich schon. Und wir hatten immer wieder Phasen im Leben, wo wir mehr oder weniger intensiv Zeit miteinander verbracht haben. Und dann ist jeder wieder seinen Weg gegangen. Also sprich, wir haben uns immer wieder getroffen. Unsere Trainerkarriere begann tatsächlich 2007 in Karlbach. Da habe ich die Verbandsligamannschaft übernommen und habe dann einen für die Außenlinie quasi gesucht, der mitcoacht. Und da gab es einen Geheimtipp von seinem Bruder, Murat Fill. Wir haben uns zusammengesetzt mit Musti, sind uns einig geworden. Und ja, haben wirklich super zusammengearbeitet damals und das halt wirklich auch als Trainerteam und nicht in dieser klassischen Rollenverteilung Co-Trainer, Trainer. Also für uns war es immer wichtig, Synergien zu erzielen, sprich er seine Stärken mit einbringen und ich meine Stärken. Und das ist halt auch die Aufgabenteilung bei uns aktuell, dass jeder seine Stärken im Sinne des Erfolgs einbringt. Sie sind eher der sachliche Typ, während Mustafa Fill über die emotionale Schiene kommt. Ist das auch eine perfekte Ergänzung dann, wenn das Spiel läuft? Ja, während des Spiels definitiv, weil da muss man es halt wirklich so sagen, da ist der Musti auch definitiv ein ganz anderer Mensch, der ist voll aufs Spiel fokussiert und lässt da auch alle Emotionen raus, was auch meines Erachtens richtig ist. Muss man mit klarkommen, aber wer sich darauf einlässt, weiß es im Vorfeld schon. Ich versuche natürlich im Hintergrund das ein bisschen auszutarieren, aber das ist halt wirklich nur auf das Spiel begrenzt.
im Trainingsbetrieb, da haben wir, denke ich, beide von sowohl vom sachlichen als auch vom emotionalen ausreichend. 2014 in Ihrer zweiten Amtszeit beim FC Karlbach haben Sie die Gruppenligameisterschaft gefeiert, sind in die Verbandsliga Süd aufgestiegen. Dennoch drei Monate später erfolgte die Trennung vom Verein. Was ist damals schiefgelaufen? Wie kam es dazu? Ja, ich sag mal, Fußball ist relativ einfach. Wenn du erfolgreich bist, bauen sie dir ein Denkmal. Wenn du es nicht mehr bist, dann pinkeln sie dagegen. Aber so extrem war es in Karlbach nicht. Obwohl ich zweimal als Spieler, Meister und auch einmal als Trainermeister geworden bin, haben sie mir leider kein Denkmal gebaut. Aber Spaß beiseite. Die Problematik war einfach, ich würde fast schon sagen, ähnlich gelagert wie zu Beginn dieser Saison. Wir hatten eine hohe Fluktuation in der Mannschaft. Viele junge Spieler, die Zeit gebraucht haben. Und dann kam es halt noch dazu, dass die Ergebnisse nicht gepasst haben. Wie es dann halt natürlich so ist, kommen dann alle aus ihren Löchern und meinen, irgendwas erzählen zu müssen. Was ich mir da vorzuwerfen habe, ich habe damals meine Linie verlassen und habe es versucht, jedem recht zu machen. Das war dann nicht gut. Und dann gab es zwei Optionen. Entweder ich will jetzt noch mehr Energie und brauche noch mehr Zeit, um das Schiff quasi wieder auf Kurs zu bringen. Oder ich mache Platz für einen neuen. Und zweiteres erschien mir an der Stelle sinnvoller, weil ich weder die Zeit noch die Muße damals hatte, diesen Kraftakt anzunehmen. Können Sie sich vorstellen, in den kommenden Jahren wieder eine Mannschaft zu übernehmen in Eigenverantwortung ohne Mustafa Fil? Ja, so gerne ich mit Musti zusammenarbeite, weil der Mensch und auch ein Trainer braucht immer wieder neue Herausforderungen, um auch das Gelernte, was jetzt auch bei uns im täglichen Austausch immer da ist, mal woanders anzuwenden, um sich auch tatsächlich weiterzuentwickeln, kann ich mir durchaus vorstellen. Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg. Ja, besten Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.